Spiel, Sport und Spaß für die ganze Familie, das gab es am Sonntag beim Radspaß im Rotkäppchenland. Zwischen Homberg und Kirchheim konnten die Hobbyradler in die Pedale treten. An vielen Stationen entlang des Radweges gab es Angebote für eine kurzweilige Rast und dazu zeigte sich auch am Sonntag rechtzeitig die Sonne. Eingeladen hatte die touristische Arbeitsgemeinschaft Rotkäppchenland. Mit Musik und Tanz wurde der Tag für die Radfahrer auf dem Tegut-Parkplatz in Ziegenhain eröffnet. In insgesamt 11 Gemeinden konnten die Radler Station machen. In Homberg etwa hatte die Stadt Jugendpflegespiele in den FC-Wiesen vorbereitet, in Schrecksbach lud das Rotkäppchenhaus ein und in Neukirchen gab es Holzschnitzen für die Kunstliebhaber unter den Radfahrern. In Hausen wurde die erste Verleihstation für Elektrofahrräder im Rotkäppchenland überhaupt offiziell eingeweiht. Und das ideale Verkehrsmittel zum Erreichen all dieser Angebote an dem Sonntag zum Radspaß im Rotkäppchenland war natürlich das Fahrrad.